Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Sekiro. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir dem ganzen Affentheater hier mal ein Ende bereiten können. So, immerhin, was gut ist, ist, der hat wesentlich weniger Leben als der riecht scheiße. Das war zu greedy. Und war vielleicht auch ein bisschen zu greedy. Läuft. Also die erste Phase sollte eigentlich, oh shit, nicht so ein Problem sein. Okay. Können wir nochmal zuhauen? Da war gestunt. Konnte man nicht wissen. Scheiße. Oh, das war Glück. Hat er wenigstens nicht richtig reagiert. Passiert. Okay, scheiße. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu greedy. Und wieder weg. Die Arena ist kleiner. Das ist ein bisschen ein Problem. 1, 2, 3, 4. Und wieder hin. Also die erste Phase sollte jetzt wirklich kein Problem mehr sein an dieser Stelle. Okay. Dreimal erwischt und weg. Habe ich gesehen. Oh shit, da hat mich das Nachwehen noch so ein bisschen erwischt. Okay. Okay, das war zu greedy. Da musste ich heilen. Ging nicht anders. Keine Ahnung, was das für ein Dingens ist. Ah, da macht er auch den dann. Hat ein bisschen ein anderes Moveset als der andere. 1, 2, 3, 4. Und wieder weg. So, erste Phase sollte eigentlich gehen. Das war gut. Scheiße. War auch nicht. Nein. Oh, das war fast in die Hose gegangen. Jetzt ein Leben zu verlieren wäre ganz doof. Okay, Jump. Scheiße, erwischt. Vielleicht war ich da einen Ticken zu nah dran schon. Ah, das war nicht gut. Jetzt spiele ich Rotz zusammen. Das geht so nicht. So werde ich das nicht schaffen. Okay. Okay, wir haben dich. Einmal. So, jetzt ist die Frage, wo kommt der andere Affe her? Da ist er. Oh, der legt direkt los. Nein. Nein. Ach. Das muss doch jetzt echt nicht direkt so anfangen. Nein, nicht hier. Wie sieht mit den anderen an? Was? Warum? Warum war ich gestunt? Ich versteh's nicht. Ich habe das Feuerwerk gemacht und der war nicht gestunt. Ach, Kacke, jetzt kann man jedes Mal die scheiße erste Phase durchmachen. Na, Leute, recycelt doch nicht immer alles. Naja, gut.
Wahrscheinlich werde ich es einfach so machen, dass ich dann mit der Zeit die erste Phase einfach rausschneiden werde. Warten jetzt mal noch ein bisschen. Das Ziel ist eigentlich, nichts zu verlieren in den ersten. Und dann ordentlich den Phasenübergang einzuleiten. So, jetzt machen wir das. So, machst du das? Und wieder weg. Shit. Ich darf nur einmal angreifen da. Das ist alles anderes. Außer er würde gestunt sein. Das war er jetzt nicht. Okay. Das ist zum Beispiel so. Dann kann ich dreimal. Das war nichts. Ah, war ich ein bisschen zu nah dran. Okay. War ein bisschen Glück mit dabei, aber ging. Tauchen. Nice. What? Dass er da noch in Range war. Ah, eine Heilung schon verballert. Haben ihn erst auf halb. Nun wieder weg. Mit dem kann ich nichts anfangen. Tauchen. Das ist schon besser. Okay. Und Explosion. Na komm. Dem kann ich nichts anfangen. Da dreht er sich wieder. Kann eine ganz schöne Distanz zurücklegen. Da könnte man was machen. Aber den macht er, glaube ich, irgendwie nicht immer. Den kann ich halt nicht abschätzen. Oder noch nicht. Ansonsten geht das eigentlich? So, was machst du? Wieder den Sprung. Das war gut. Eins, zwei, drei, vier. Und weg. So, wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Phasenübergang ordentlich einleiten. So, er ist jetzt in der Mitte. Jetzt rennt er darüber. Macht da. What? Okay, der Kleine hat, glaube ich, gar nicht mal so viel HP. Okay, ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ach, Mist. Autsch. War vielleicht ein bisschen zu greedy. Aber der hat nicht so viel HP. What? Komm, separiert euch ein bisschen. Ach, komm schon. Okay, und weg. Autsch. Wir haben den gleich. Okay, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, es kommt nicht noch einer.
So, jetzt müssen wir nur mit ihm noch fertig werden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber so weit, so gut. 3 Heilungen. Okay. Das war gut. War mal kein Risiko. Oder möglichst keins. 3-mal. So weit, so gut. 1, 2, 3, 4. Dann hin. Und wieder weg. Löwenaffe. Verdammte Affenbande, ey. Krieg hier noch ein richtiges Affentrauma. Okay. Muss mich an der Nase kratzen. Deswegen konnte ich da jetzt gerade nichts machen. An so einem Zeitpunkt, um sich an der Nase zu kratzen. Aber was soll's. Okay. Macht er wieder den Sprung. Okay, das war schlecht. Keine Ahnung, warum ich das jetzt wieder verbockt habe, aber ist passiert. Tauchen. So, was kommt? 1, 2, Scheiße. Ach, das hat mich wieder abvisiert, ey. Das passiert so oft. Das ist doch echt ein Rotz, dass sie das einfach nicht hinkriegen. Das machen sie absichtlich, glaube ich. Aber bei Nioh ging das auch. Zumindest meistens. So, neuer Sprung. Okay. Okay. 2 reichen. Nicht zu greedy sein. So. Na komm, tauchen. Jawohl. Das war ganz gut. Viel hat er nicht mehr. Also ich glaube, es war wirklich die bessere Taktik, den anderen, den braunen Affen, zuerst wegzumachen. Weil er halt einfach wesentlich weniger ausgehalten hat. Okay, ich glaube 2-mal noch. Dann haben wir ihn. Okay, da springt er nochmal. Und noch 1-mal. Tauchen. Und das müsste es gewesen sein. Wenn jetzt nicht noch was kommt, reißt das Vieh da raus. Da ist ein Idol erschienen. Ich gehe davon aus, das war's. Erinnerung, kopfloser Affe. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich bei der Erinnerung beim Besuch eine Figur des Bildhauers stellt. Der kopflose Wächteraffe war ein gewaltiger Affe, geplagt von der Macht der Unsterblichkeit. Und eine Gebetsperle und noch eine Gebetsperle. Okay. Das war zum Beispiel fast ein bisschen zu großzügig. Aber gut. Ja, ging jetzt eigentlich dadurch, dass wir den anderen zuerst besiegt haben. So, dann verbessern wir nochmal unsere Angriffskraft. Das ist ja immer gut. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sich wieder zu vergewärtigen. Einst teilte der Wächteraffe seinen Bau mit seiner Gefährtin, doch nur er wurde infiziert und seine Gefährtin starb. Jetzt sind sie selbst die Blumen auf ihrem Grab zu Staub zerfallen. So, und dann können wir auch mal die Körpermerkmale verbessern. 5. Gebetskette. Dankeschön. Sehr schön.
Finde ich ein bisschen schade, dass hier die Bosse so stark jetzt gerade recycelt wurden. Das ist irgendwie. Das müsste ja eigentlich nicht unbedingt sein. Da hätte man durchaus was machen können. Es gibt echt viele recycelten Bosse. So, kommen wir jetzt irgendwo an den Loot ran, den wir gesehen haben? Wird? Wo sind wir jetzt? Was soll jetzt das für ein Ding? Ja, ich will hier nicht raus. Ich will wissen, wie wir an den Loot kommen. Da war noch Loot. Was zur Hölle ist jetzt? Was ist hier los? Ruhig dir doch mal. Aber das ist der einzige Weg. Habe ich draußen was übersehen? Was zur Hölle bist du für ein Typ? Du bist irgendwie so ein Geist, Tiny? Warte mal. Ich denke, wir sollten erstmal rasten und uns unsere 7 Flaschen wiederholen. Wir haben schon lange keine Flasche mehr gekriegt. Was ist hier los? Warum bewegst du dich noch? Hör auf, du bist tot. Okay, dann reisen wir nochmal zum Wächteraffenbau und zum Giftbecken. Und schauen uns hier nochmal um. Weil irgendwas habe ich übersehen. Irgendwie muss man an diesen Loot da rankommen. Was ist der Trick da? Ich meine, da hinten ist doch. Es sieht so aus, als wäre da vielleicht ein Ausgang aus irgendwas. Aber es ist schwierig zu sagen. Oder ist da kein Ausgang? Aber wie kommt man dann da hin? Ach, guck mal, hier ist was. Können wir hier rauf? Können wir nicht. Okay. Wie geht das dann? Können wir vielleicht irgendwie segeln oder sowas? Wenn wir segeln könnten, können wir darüber gehen. Oh, Gift. Aber das geht ja wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Ding hier, oder? Wir können das hier mal ausrüsten. Moment mal. Erstmal wieder. Wirbelnde Wurfstern, dass wir das korrekt hier haben. Federgeladene Axt. Und hier machen wir einfach mal das hier hin. Ha. Aber da oben ist auf jeden Fall was. Das ist zumindest ein Dingens. Ich würde sagen, irgendwie müssen wir da hinkommen. Wir haben aber keinen Greif. Teil. Und so geht das auch nicht. Merkwürdig. Wir gucken mal. Also ich habe das Gefühl, irgendwie werden wir noch tauchen können und vielleicht auch noch gleiten. Ich werde mir das einfach mal notieren. Giftbecken. Dass da noch Zeug übrig ist. Dann machen wir erstmal hier weiter. Gut, gut. Gucken, was das für ein Typ hier ist. Okay. Es ist schwierig zu sagen, was das für einer ist. Hält nicht so viel aus. Oh, da ist noch einer. Vielleicht sogar noch ein dritter. So, den ersten haben wir. Ach, es hat mich wieder abvisiert.
Okay, das war gar nicht schlecht. Bisschen aufpassen. Ich wollte eigentlich den aufgeladenen machen. Autsch. Da, das war's mit dir. 620 XP. Ordentlich. So, da sind wir hergekommen. Sonst noch was? Ich frage mich, wo der herkam. Das ist der sichere Tod. Wo kommen wir hin? Das ist auch schon das nächste Idol. Wo sind wir hier? Verborgener Wald. Das Zelt ist immer noch die Tiefen von Ishina. Warum ist hier ein Wald? Es macht doch auch keinen Sinn, hier einfach unterirdischen Wald zu haben, oder? Was ist das? Ich suche immer noch das, ob wir vielleicht irgendwie einen Weg finden, zu dem Loot hinzukommen. Oh, scheiße. What? Was machst du dem für einen Schaden? Habt ihr das gesehen? Er hat mir die Hälfte weg. Hälfte abgezogen. Was ist denn das für ein übertriebenes Vieh? Mibubalon der Seele. Okay, man kann da weiter runter. Das ist nochmal so ein Ding. Scheiße. Bist du ein Gegner? Du bist ein Gegner. Was auch immer du für ein Gegner bist, du bist jetzt tot. Das scheiß Huhn auch. Oh, du bist aus dem Nichts gekommen. Okay. Hältst aber nicht wirklich viel aus. Gibt's auch nicht wirklich viel Erfahrung. Die sieht man sehr schlecht hier in dem Nebel unten. Oh, da ist noch einer. Ja, die sind absolut harmlos. Naja, mehr oder weniger. Wenn man sich treffen lässt, natürlich nicht. Magnetitschrott. Schrot. Oder Schrott? Es ist Schrott, glaube ich. Es ist nicht mal Schrot. Ja, Mixsplitter, ja, klasse. Oh. Scheiße. Habe ich den Sprungangriff versaut? Ich habe nicht gesehen, dass da ein Gegner ist. Alter. Was ist, warum es mir auch nicht den anvisiert hat, ist auch wieder ein Rätsel. Kommt der in unsere Richtung? Keine Ahnung, warum der uns nicht gesehen hat, aber hier, ich beschwere mich nicht. Oh, da ist ein dickerer. Aha. Okay, du hast hier. Das Lockern ist hier eine Game. Das mit dem Lockern ist hier eine Game-Mechanik. Das ist wie im Wald bei Dark Souls 2. Okay, das ist fair. Wenn das tatsächlich hier ein Gimmick ist, dann ist es fair. Sieht er uns? Ich glaube nicht. Einer weniger. Sind saumäßig viele von denen. Aber sie sind auch einfach zu töten, von dem her macht das nicht so viel. Aha. Was zur Hölle bist du für einer? Oh, ein Kopfloser. Oh shit. Okay. Okay. Ich denke, das ist. Ach fuck, warum bist du denn hier unten? Das ist ein richtig beschissener Ort für dich. Das ist ein richtig beschissener Ort.
Nein. Ach, wo kommt jetzt der dritte her? Warum ist hier ein verdammter Kopfloser? Da muss man jedes Mal etwa wieder die ganzen Idioten wegmachen, wenn man den bekämpfen will. Ah, das wird ätzend. Wo seid ihr? Wo zur verdammten Hölle? Hier. Keine Ahnung, warum ich dich da nicht getroffen habe, aber... Das ist halt passiert, ne? Fettwachsklumpen. Methitschrott. Was machen wir hier eigentlich? So. Tschüss. Ich meine, jetzt gegen den Kopflosen zu kämpfen, da macht nicht wirklich viel Sinn. Tschüss. So, den haben wir auch. Okay. Dann habe ich hier noch einen. Auch immer der jetzt wieder herkommt. Oh. Knappe Sache. So. Und nun. Ist sonst noch irgendjemand hier? Wie sieht's mit Level Up aus? Eigentlich ganz gut. Ich würde es eigentlich nicht gerne gegen den Kopflosen sterben. Ziehen wir uns hier mal wieder hoch. Oh, jejeje. Muss der jetzt da sein? Vielleicht können wir den Nebel irgendwie wegmachen, sodass wir zumindest... Was zur Hölle ist... Da liegt jemand. So, dass wir zumindest die Typen nicht mehr... Wenn wir die Typen nicht mehr wegmachen müssen, dann ist es okay. Ich habe kein Problem mit dem Kopflosen. Aber ich habe keine Lust... Jedes Mal, wenn wir sterben... Und wir werden oft sterben... Die ganzen Pisser wieder wegzumachen. Und die Hühner auch nicht. So, dann haben wir hier noch was. Leichter Geldbeutel. Da nochmal ein Huhn. Können wir uns wieder zurückziehen? Hast du was? Was hast du zu sagen? Wo ist... Hier. Was ist mit dir los? Natürlich. Dort vorne ist keine genaue Richtungsangabe. Ah, okay. Schattennebel kann man wegmachen. Ein altes Gebäude. Tür mag verschlossen sein, aber im ersten Stock sollte es ein Loch geben. Okay. Ist gut zu wissen. Hast du sonst noch was zu sagen? Ja. Okay, gut. Aber gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.